Ja, und herzlich willkommen wieder bei LP Totenstein TTS Games. Na gut, ich möchte mich mal ein bisschen entschuldigen, weil diese Aufnahme, die ich schon mal gemacht habe, bei mir hat sich ein kleiner Bug an das Spiel reingeschlichen und deswegen haben wir schon Army erfunden, ein Militär-Action-Spiel, deswegen will ich mich entschuldigen, aber wir kommen jetzt gut voran hier in dem Spiel, ne? Es dauert ja nicht allzu lange, weißt du, und es geht auch schon langsam wieder los in der neuen Gaming-Branche hier, aber ja, na klar, wollen wir große Messe machen, das ist ja ganz klar. Wir wollen ja auch ein bisschen Ansehen haben hier von den ganzen Leuten hier. Ja, was wollte ich denn sagen? Zukünftig wird Let's Plays nach Lust und Laune gemacht. Schaut trotzdem meinen Kanal rein, es gibt immer was Neues zu entdecken. Ja, ich weiß. Es sind schon zu viele Videos oben und ja, irgendwie habe ich den Eindruck, es guckt kaum noch einer Let's Plays. Ich kriege immer ein paar Aufklicks und naja, mit anderen Worten will ich dann sagen, kannst du mal ein bisschen schneller beschleunigen, danke. So, ja, ja. So, danke, Mahlzeit. So, ja, machen wir weiter hier. Hier, nix Kaffee trinken, mach mal hier weiter, das Spiel muss ja entwickelt werden, ne? So, weiß Bescheid, mein Junge, ne? Ja, was wollte ich denn sagen? Ah, mal diese hier, oh, hier Grafikbugs, ja. Oder das haben sie gerade neu, oder? Weiß ich jetzt nicht. Das haben sie geneuert, ja, echt. Nein, Angebot ablehnen, ja, das ist jetzt besser, ne? Ja, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich mache Lust und Laune erste Let's Plays. Die alten Let's Plays wie GTA Vice City oder was war das noch? Irgend so ein Scheiß war da. Die mache ich irgendwann mal. Irgendwann mal. Stalker mache ich dann irgendwann mal, ey, fertig, weil das Spiel habe ich noch nie durchgespielt und Stalker ist echt ein Zeitfresser für das Spiel. Ah, das ist geil. So, ja, gut. Ist schon fast fertig erwickelt. Jo, jetzt kommt die Xbox One schon. So. Boah, es dauert immer lange, ey. Sind bald da. Ja, ich überlege jetzt alles zu erforschen, alles zu schaffen da in dem Spiel und ja, mal schauen. Vielleicht geht das ja noch richtig ab. Was werden wir jetzt? So, akzeptieren. Ja, sorry, ist doch wohl. Danke für Ihre Zeit. Ja. Das bleibt ja stehen. Ja, ist Zeit da vertreiben. So, die Forschungspunkte gehen aber ganz schön. Oh, Leute, leck mich doch mal hier. Komm, mach mal hin. Das Spiel muss fertig werden. Oh. So. Bing. So, jetzt müssen wir die ekligen Bugs wegschmeißen und dann gucken wir mal, ob das Spiel fertig wird, ne? So, ein Punkt noch. Oh, 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 jetzt kriegen wir mal wieder Levelaufstieg hier, Engine 9. Oh, hier Level, oh, Junge, Junge. Ja. So, wir machen mal nochmal einen Auftrag finden, das wir wollen. So, Spielebewertung. Eine 8. Eine 9. Kann kaum von der Wurzel sogar. Ja, 8. Ja, das geht doch. Und dann wieder eine 9. Ja, das Spiel ist gut angekommen irgendwie. Von den meisten. Da sollte es echt mal mehr geben davon, aber naja. Mal gucken. Ja, Rest dauern. Wir machen mal richtig schnell jetzt den Fortschritt, weißt du, und mal ein bisschen Geld verdienen und man wird sich schon merken hier in 6 Wochen, 5 Wochen. Dann machen wir mal hier diese. So, das machen wir schnell durch. So, wird sicher. Ach, da muss ja noch mal Forschung und Spielbericht machen. Gut, machen wir mal Spielbericht. Ja. Weil das Geld muss langsam so wachsen, weißt du? Und wir sind schon 35. Jahr angekommen. Kann dann unseres Team mal irgendwas so machen. Okay. Das kann er machen. So. Wichtig sind die Punkte.
Forschungspunkt. Ich brauche nichts als genug davon. Bum, 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 bum. Ja. Keine Erkenntnisse. Das ist schon mal positiv. Ja komm, wagen's mal ein hier. Mit der Geschwindigkeit, was wir haben, ja, volle Forschungspunkte hier als Rennen. Die Punkte müssen kommen und ja, lasst mich ja, leck mich am Arsch. Ich verliere, Mann, macht hinne. Das gibt wieder Strafungsgeld hier. Scheiße, aber da danke diese Forschungspunkte und die Säcke müssen wieder in Urlaub. Nix da. Wird hier geblieben. So, mal schnell klicken. Ist mir schon mal passiert, ich habe einen hier mal gefeuert, ey. Ja, ja, ja. Jo. So. Jetzt müssen wir kurz warten, bis die Säcke da wieder ankommen oder antanzen, ne? Aus. Ja, Gamescom. Große Halle. Warte mal, machen wir mal hier so ein Spiel. Das Deutsche Reich, Black Flag. Vor Mega Checker oder so ein Militärsimulationsspiel, Lebens. Team Sims. Machen wir mal Team Sims 3, ja? Also, Lebenssimulation. Abenteuer-Simulation können wir mal machen. So für die PC, PlayStation 5, Xbox Next, für die Engine groß natürlich. Machen wir mal. Sims. Sims 3. Teeny Sims 3. Genau. So. Das ist auch neu, ja. Gut. Na los, komm, Spieler entwickelt mal. So. Dann haut mal rein, Jungs. Die Punkte müssen wieder kommen, ne? So. Für die Gamescom noch mal was geschafft hier für Teeny Sims 3. Oh, die Punkte gehen weg wie eine warme Sommer. Ja. Haha. So, jetzt will ich auch noch mal einen Schluck trinken hier. Mir ist langsam langweilig. Zielgruppe für alle. Gut, wenn wir das schaffen, möchte ich die ganz großen Spiele erforschen. Was geht's noch? Blub, 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 blub. So, ja. Alles Rennen wird gefeuert. Alles Rennen gefeuert. Wir wollen keine Zeit verlieren. Wir müssen dieses Spiel erforschen. So, ich guck gerade mal auf die Uhr. Es ist 12.03 Uhr Sonntag. Ich nehme heute wieder meine ersten Session auf. Das kann ich noch mal so sagen, weil das Spiel kann man ja innen so wenig beantworten. Ja, was ich sagen will, was könnte ich denn sagen? Mal überlegen, mal überlegen, mal überlegen, mal überlegen. Was könnte ich denn jetzt sagen, Mensch? Bevor die Zeit wieder rumgeht. Wie war euer Alltag oder sonst was? Was macht die Liebe? Was machen die Mädels? Seid immer noch gut zu sprechen. Bei mir ist es nicht mehr so, die Liebe. Naja, so gewonnen, so zerronnen, es gibt immer eine neue. Und ich lasse mich auch nichts mehr abschrecken. Und eine Liebe musste ich auch respektieren, wie es geht, weißt du?
wenn sie keine Lieben haben willst, dann lass es eben sein im Leben und...